Bonjour, bienvenue sur Info City TV. Nous sommes en Allemagne, dans la ville de Baden-Baden, en compagnie de la maire, Madame Margrethe Mergen. Nous sommes à 25 km de la frontière de Roppenheim et de Beinheim. Bonjour, Madame Mergen. Bonjour, Monsieur Gars. Danke, dass Sie dieses Interview in einem schwierigen Zeitpunkt akzeptiert haben. Wo sind wir für dieses Interview zu drehen? Wir sind hier im Rathaus der Stadt Baden-Baden, dem ehemaligen Jesuitenkolleg. Können wir zum Ersten ein paar Informationen über Ihren Karrierenweg erhalten, Frau Merken? Ja, ich habe Stadtplanung studiert, Geografie, und bin vor 33 Jahren aus dem Norden Deutschlands hier in den Südwesten gekommen, war dort 20 Jahre lang in der Stadt Karlsruhe, war 7 Jahre lang in der Stadt Heilbronn und bin jetzt seit fast 7 Jahren Oberbürgermeisterin in Baden-Baden. Habt ihr persönliche oder professionelle Kontakte mit Frankreich? Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine Partnerstadt Menton unten an der Côte d'Azur. Wir haben enge Kontakte ins Elsass, auch mit der Pamina-Region. Und ich habe gerade am Freitag noch mit meinem Kollegen Bürgermeister Heimlich telefoniert. Wir haben zum Elsass sehr enge Kontakte, sowohl von der Mobilität, gewerblich, von den Vereinen, Tourismus, bis hin zu Arbeitskräften, die über die Grenze kommen. Wir sind hier im Raum Menton. Wann ist diese Stadtpartnerschaft zwischen Baden-Baden und Menton gegründet worden? Vor über 40 Jahren. Es war damals die Zeit, als man versucht hat, aus den früher zerstrittenen Kräften im Zweiten Weltkrieg wieder Freundschaften zu schließen. Und Frankreich war für ganz viele Deutsche der erste Partner, gerade weil wir die gemeinsame Grenze haben. Und eigentlich verbindet uns so viel, die französische Geschichte auch mit unserer Geschichte, die Kultur, die Musik. Und es war einfach der Wunsch, wieder Freundschaft zu schließen, um die alten Gräben wieder zuzuschütten. Gab es in der Geschichte Badens und gibt es auch heute besondere Verbindungen zwischen Baden-Baden und Frankreich? Ja, aus der Geschichte heraus gibt es viele Verbindungen bis heute. So hat beispielsweise damals der badische Thronfolger Karl die Adoptivtochter Napoleon Stephanie de Beauharnais geheiratet. Und das war eine erste große Verbindung. Und es kam diese intensive Phase vor 200 Jahren, wo Baden-Baden die Capitale d'été genannt wurde, Capitale d'Europe d'été und Paris Capitale d'hiver. Und es kamen die ganzen Adligen aus Frankreich, aus Russland, aus England, um hier einige Wochen in Baden-Baden zu verbringen. Aus dieser Zeit kam dann auch Édouard Bénezet. Er war ein Spielbankpächter aus Paris und das Spielen war in Paris verboten. Und er hat hier in Baden-Baden das Maison de Conversation, das heutige Kurhaus, gebaut. Er hat das Casino nach Baden-Baden gebracht, die Pferderennbahn Iffezheim. Also aus dieser Phase kommt eigentlich so die ganze Internationalität unserer Stadt bis heute. Auch deswegen sind die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie unsere Stadt verschont, sie wurde nicht zerbombt und die französischen Streitkräfte haben sich Baden-Baden als ihr Hauptquartier auserwählt. Und so lebten über viele Jahre und Jahrzehnte die französischen Soldaten mit ihren Angehörigen hier mitten in unserer Stadt. Und auch das war ein Grund, weswegen Charles de Gaulle 1962 zu einem seiner ersten Besuche nach Deutschland mit unserem Kanzler Adenauer zusammenkam, hier in Baden-Baden. Und das war die Grundlage für die Élysée-Verträge. Das heißt, die Stadt atmet ganz, ganz viel französischen Geist und französische Kultur und französische Politik. Die Verhältnisse zwischen Frankreich und Deutschland haben sich in letzter Zeit gehärtet. Was ist Ihre Meinung dazu? Das war in der Tat im Frühjahr, als auf einmal die Grenzen geschlossen wurden. Es kam die Mitteilung, Bas-Rhin und Haut-Rhin sind Risikogebiete. Und keiner wusste, wie man damit umgeht. Und dann hieß es, es gibt Grenzkontrollen, es dürfen nur noch die Mitarbeiter rüber, die in sogenannter kritischer Infrastruktur arbeiten. Zum Beispiel die Mitarbeiter bei uns im Krankenhaus. Und deswegen gab es sicherlich Verstimmung auf der elsässischen Seite. Warum dürfen unsere Landsleute nicht mehr nach Deutschland? Und wenn sie dort arbeiten, warum dürfen sie nicht einkaufen? Und das ist jetzt besser. Wir haben uns verständigt. Frankreich und Deutschland hat das zum Thema genommen. Und es gibt jetzt keine Grenzschließung, keine Grenzkontrollen, aber die Auflage, innerhalb von 24 Stunden müssen die Personen wieder zurück.
Sie dürfen hier arbeiten, sie dürfen auch hier einkaufen. Aber mit einem, ich sag mal, einer Selbstverantwortung. Auch hier zu schauen, dass man aus den Risikogebieten nicht unnötig Menschenansammlungen verursacht, um die Infektionszahlen gering zu halten. Wie ist Ihre Meinung über die deutsche-französische Zusammenarbeit in der Gesundheit? Hat dieses Gebiet gut funktioniert? Es könnte besser sein. Es ist immer noch schwierig und es gibt auch regelmäßige Austausche zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Denn manchmal gibt es auch im Bereich der Akutmedizin bei uns beispielsweise gute Kliniken. Und wenn gerade über den Rhein ein Akutfall wäre, wäre es eigentlich viel schneller, Herzinfarkt oder Schlaganfall, wenn derjenige oder diejenige hier zu uns käme ins Krankenhaus, bevor er nach Straßburg ins Krankenhaus fährt. Das ist nach wie vor schwierig mit den Versicherungssystemen, mit den Krankenkassen. Da müssen wir eigentlich noch enger zusammenarbeiten und das wollen wir auch. Wie ist die Arbeitssituation in Deutschland heute? Durch Corona hat sie sich verändert. Es gibt sicherlich einige Betriebe, die jetzt in Kurzarbeit sind. Und es gibt sicherlich am Ende auch einige Betriebe, die die Corona-Zeit nicht überleben werden. Wir hatten noch vor einem Jahr einen ganz, ganz großen Fachkräftebedarf und waren sehr, sehr interessiert, auch Menschen aus dem Elsass für unseren Arbeitsmarkt zu begeistern. Im Moment ist es etwas ruhiger geworden. Ich sag mal, das ist so eine Seitwärtsbewegung. Natürlich sind viele Elsasser, wie in deutschen Firmen arbeiten, besteht vielleicht ein Risiko, dass wegen dem Coronavirus, dass diese besondere Beziehung anders werden? Ich denke nicht. Ich glaube, viele dieser Mitarbeiter aus dem Elsass sind schon seit vielen Jahren auch bei unseren Firmen im Bereich der Handwerksfirmen oder auch Sanitärinstallationsfirmen. Die Elsässer sind gute Handwerker und die Firmen wissen, was sie an den Elsässern haben. Und wir können und wollen gar nicht auf diese Menschen verzichten. Und ich glaube, wir haben gelernt im Frühling, wie man mit Corona umgeht. Und deswegen glaube ich, an der Stelle werden die Beziehungen nicht schlechter werden. Einen besonderen Zusammenhang von Baden-Baden zum Elsass ist der Golfplatz von Baden-Baden-Zuflenheim. Waren Sie schon in Zuflenheim? Ja, aber ich spiele kein Golf. Deswegen kenne ich den Golfplatz nur von außen. Wir haben den Golfclub Zuflenheim mitgenommen als Mitglied in unsere Golfregion Baden-Elsass. Dort haben wir aus touristischen Gründen 6 wunderschöne Golfplätze zusammengenommen, vermarkten diese gemeinsam und sagen in ganz Europa, kommt in die Golfregion Baden-Elsass mit den wunderschönen Hotels, mit den Golfplätzen. Und deswegen ist Zuflenheim auch hier sehr bekannt, weil die natürlich auch sich austauschen. In dieser Corona-Zeit können wir noch von Umweltschutz sprechen. Ist Umweltschutz und saubere Energie ein wichtiges Thema in der Stadt Baden? Ja, wir werden in einem Monat in unserem Gemeinderat einen Klimaaktionsplan verabschieden, denn wir wollen unseren Beitrag leisten, auch das Klima besser zu schützen. Das ist bei uns vor allem das Thema energetische Sanierung der Häuser. Wir haben sehr viele, sehr schöne alte Häuser mit alten Heizungen, mit alten Fenstern. Und das wollen wir in den nächsten Jahren besser machen, eine bessere Isolierung und dadurch einen Klimabeitrag leisten. Auch die Mobilität ist ein wichtiges Thema. Wir haben in Corona-Zeiten gesehen, dass die Menschen auch gerne Fahrrad fahren. Also wollen wir auch in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass mehr Fahrrad gefahren wird und nicht zu viel Auto gefahren wird. Also das Thema Umwelt ist bei uns nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Bioabfälle sortieren und valorisieren wird nächstens in Europa eine Regel sein. Ihr habt in Baden-Baden schon ein paar Jahre Erfahrung. Wie funktioniert es? Wir haben 3 Mülltonnen. Eine normale für den Restmüll, eine gelbe Tonne für den Recyclingmüll, also Plastik und Kunststoffe, und eine braune Tonne für den Biomüll. Und das klappt sehr gut. Also die Haushalte haben gelernt, dass sie alle organischen Abfälle in diese braune Tonne werfen. Das wird bei uns kompostiert, es wird verbrannt und aus dem Verbrannten werden auch Pellets gemacht. Pellets, die dann wieder als Brennstoff dienen. Also wir haben eigentlich eine 100% Verwertung unserer Bioabfälle und da sind wir sehr stolz darauf.
Eine positive Seite in dieser Krise: in Frankreich ist der Erfolg der Landwirte mit dem Direktverkauf ihrer Produkte. Gab es dieses Phänomen auch in Deutschland? Ja, die Menschen wollen, sie haben mehr Zeit zu kochen, sie haben mehr Zeit zu essen und sie haben mehr schätzen gelernt, was es heißt, gesund zu essen. Und wenn man sich mehr Zeit nimmt zum Kochen, wie das die Franzosen ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten tun, dann schaut man auch genauer, woher kommt das, was ich da koche. Und unsere Landwirte haben eine tolle Selbstvermarktung. Also man kann hinfahren zum Bauernhof, kann dort Gemüse und Obst, teilweise auch Fleisch kaufen, Eier. Oder wir hatten einen Erzeugermarkt am letzten Wochenende im Steinbach, einem Ortsteil von Baden-Baden. Und dort waren 20 Bauern, die ihre Produkte angeboten haben. Ich habe Äpfel gekauft und Walnüsse und Käse und Wurst. Alles von Bauern hier aus der Region. Und das schmeckt einfach besser. Gibt es auch lokale landwirtschaftliche Produkte in den Kantinen von Schulen, Unternehmen, Krankenhäusern von Baden-Baden? Ja, wir kochen das zum Teil nicht selber. Wir haben dann Caterer. Und in der Ausschreibung legen wir Wert darauf, dass es hier aus der Region kommt. Und das bieten auch immer mehr an. Und es gibt ein besonderes Produkt, das ist jetzt nicht so sehr in den Kantinen, aber das vermarkten wir sehr stark, das sind die Wildschweine. Und das nennt sich Wilde Sau. Und das propagieren wir sehr stark, auch in den Restaurants, weil wir einfach so viele Wildschweine haben und das ist eigentlich Biofleisch in Perfektion. Immer über die Landwirte. Bioanlagen für Biogas nehmen in Frankreich stark zu. Eine Firma von Baden-Baden hat mehrere Verträge bekommen in Frankreich mit Landwirten und in Weißenburg für eine Kommunalverwaltung. Kennen Sie diese Firma Ritec? Ich persönlich nicht, aber das Thema Biokompost und Biogasanlagen ist auch bei uns sehr verbreitet. Wir haben in Baden-Baden quasi unsere eigene kommunale Anlage, wo wir unseren Biomüll verwerten. Auch das Restholz aus unseren Wäldern, die ja sehr groß sind. Deswegen habe ich mit dieser Firma keinen direkten Kontakt. Wir haben hier bei uns in der Region wenig Biomasse. Deswegen gibt es hier nicht so viele Bioanlagen. Aber ich weiß, in anderen Regionen, vor allem im Württembergischen, in Bayern, gibt es große Biogasanlagen und die versorgen auch ganze Orte und Ortschaften. Das ist sicher eine gute Entwicklung. Ich glaubte, dass die Deutschen ein Sprichwort hatten, leben wie Gott in Frankreich. Was bedeutet dann der Good Good Life in Baden-Baden? Ein bisschen von diesem französischen Stil zu adaptieren, auch für uns, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für Geselligkeit, für gutes Essen und Trinken, sich mehr Zeit für sein Gegenüber zu nehmen. Das ist für mich ein bisschen Leben wie Gott in Frankreich. Wir leben in einer Region, die alles bietet. Bei schönstem Wetter, wunderschöne Landschaften. Wir haben Sonderkulturen wie Spargel und Erdbeeren und Obst und Gemüse. Wir haben Fisch, wir haben Fleisch. Also wir haben eigentlich alles und eine tolle Kultur. Und das alles zusammen. Kultur, gutes Leben, Natur, Parks und schöne Gebäude. Das alles ist vivre comme Dieu en France. Letzte Frage, Frau Mergen. Sind Sie besorgt oder optimistisch über die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen? Ich bin sehr optimistisch, weil ich glaube, in dem globalen Gefüge merken wir, dass wir in Europa eigentlich nicht mehr die Mehrheit der Welt sind. Wir sind eigentlich eine kleine Gruppe der Europäer, gemessen an der Entwicklung in China, in Indien, auf der anderen Seite die USA, dann auch noch Russland. Und das sind sehr, sehr starke Kräfte, die dominieren wollen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in Europa uns mehr verständigen auf das, was uns verbindet. Und das ist die gemeinsame Geschichte. Und das ist auch ein Freigeist. Das ist ein demokratisches Verständnis. Wir haben, denke ich, ein sehr ähnliches Werteverständnis. Und das, glaube ich, sollten wir stärker nutzen, um daraus auch kreative Lösungen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu schöpfen. Und in Frieden miteinander zu stehen. Das ist das Allerwichtigste. Nous étions en compagnie de Margrethe Mergen, maire de Baden-Baden, que nous remercions pour son accueil chaleureux dans son bel hôtel de ville. Merci, Madame Mergen, pour cet entretien. Merci beaucoup et bleiben Sie gesund.